So, herzlich willkommen zurück. Wir sind beim Ranch Simulator. Und wir parken jetzt hier mal das Auto. Gehen mal hier rein, damit wir nicht nass werden. Ladenterminal. Alle Läden haben ein Terminal, über dem du den Einkauf tätigen kannst. Gehe zum Terminal und drücke die Aktionstaste, um zu beginnen. Achso, warte mal, das machen wir wieder weg. Terminal. Mhm, Energie. Color. Also Farbe. Ah, hier. Drücken. Okay, kaufen, Weihnachten, okay. Zement, Glas, Säge, Anhänger. Rasenmäher. Mhm. Wurstspritze. Eimer. Luftmatratze. Ist ja gut. Was ist das? Tieranhänger? Noch ein Kanister. Axt, Brechstange, billige Tischsäge. Brechstange, Axt, billige Tischsäge. Kaufen. Ne, hier. Kasse. Danke für deinen Einkauf. Bitte. Platziere alles in deinem Auto. Ah, da hinten kann man reinfahren. Dann machen wir das gerade. Auch wenn ich mich frage, wer hier den Eingang hingemacht hat. Hier ist die Straße. Aber der Eingang ist hinten. Ich muss erstmal den hier mal hier an die Seite stellen, würde ich sagen. So. Ach so, die können wir so aufheben. Falsch. So, so, so. So, und dann besuche den Laden und spreche mit dem Verkäufer. Ich habe erstmal eine andere Idee. Ups, das war zu weit. Diese komische Steuerung. Ah, hier kann ich den Radiosender wechseln. Sehr schön. Komme ich hier eigentlich durch? Nein. Immer wenn ich rauszoome, tue ich jetzt den Radiosender wechseln. Wer kommt denn auf die Idee? Ne, ich muss hier hoch. Ja, muss hier hoch. Upsa. Ja, wir machen heute mal Offroad-Tour. Übrigens auch schön, dass man nichts sichern muss. Hat schon was? Moment, von hier komme ich gerade. Komm, Offroad. Extrem. Wir sind voll extrem. Die Schanze. Ui. Gut. Tür öffnen. Willkommen, du. Um einen Kauf zu tätigen, benutzt der Terminal im nächsten Raum. Gekaufte Objekte findet sich draußen. Weitere Informationen zum Nutzen findest du in dem Glossar. Okay. Um Objekte zu verkaufen, platziere den Bereich neben mir und verkauf. Okay. Dann weiß ich Bescheid, was kann ich hier kaufen? Hühner. Also hier geht es eher um. Obwohl, nee. Hier sind dann auch Werkzeuge.
Ah, und hier sind Samen. Ups. So, jetzt muss ich kaufen. Zwei Hühner. Wir nehmen natürlich schön die weißen. Und einen Korb. Und weil ich so nett bin, die beiden auch nochmal. Bitte. Dann erst einmal den Eierkorb. Halt. So war das. Kriege ich den hier drauf? Den kriege ich hier drauf. Dann das Wassergefäß. So. Das Futter. Kein Stück überladen. Das Huhn. Gockel, Gockel. Das zweite Huhn. Perfekt. Ich glaube, auch so sollte man Tiere transportieren. Ich wüsste nicht, warum, weil was dagegen spricht. So, Motor an. Jetzt machen wir natürlich nicht mehr Extremweg. Wir haben Hühner auf der Ladefläche. Freilaufende Hühner auf der Ladefläche. Das ist eine ganz neue Güteklasse. War ich eigentlich richtig? Ja, die nächste links. Also ich hätte nichts gegen etwas Sonnenschein, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir haben auch schon 19 Uhr, vielleicht lege ich mich jetzt gleich einfach hin. So, ihr habt ja da Futter. Ich wünsche euch viel Spaß. Hä? Da ist mein Zelt. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, und jetzt kann ich gleich Space drücken, um aufzustehen. Na gut. Also, ich bin mir jetzt unsicher. Aber sollte die Zeit da nicht schneller vergehen oder irgendwie? Wahrscheinlich geht das nicht. Weil, weiß nicht. Wollen wir erstmal die Hühner, erstmal das hier öffnen. So. Schütte Futter auf die Stelle. Hier, tschüss. Nein, nicht Auto fahren. Huhn. Huhn. Tschüss. Dann haben wir hier natürlich Futter. Auch wenn da drin noch welches gewesen wäre. Das ist loslassen. Ah, okay, so geht das, klar. Dann brauchen wir einen Eimer. Dann zum Wassertank. Waschertank an einem beliebigen Ort installieren. Einmal mit Wasser drauf füllen. Ich glaube, so ist das nicht gemeint.
Okay. Ja, es ist natürlich sehr schön, dass es auch noch gleich dunkel ist. Wo ist hier Wasser? Ist das Wasser? Nein. Warte mal, hier ging irgendwas. Baum zersägen. Nee, danke. Erstmal nicht. Ja, ich finde hier natürlich auch nicht wirklich irgendwelche Hinweise. Ich hätte es einfach nur installieren sollen. Ach so. So, mit Tab bauen. Ja, jetzt sieht man voll viel. Geheiligte Buch, das leuchtet von innen. Sagt mir, was werde ich bauen für meine Hühner? Ich sehe nichts. Ich sehe ja mal überhaupt nichts. Kann ich jetzt pennen? Hand. Jetzt geht's. Sehr schön. Aufstehen. Jetzt kann ich auch was bauen. Holzfundament, Dreiecksfundament, Häuser. Fertighäuser, Fertighäuser, Fertighäuser. Nein. Premium-Hühnerstall. Was soll ich bauen? Verwende das Baumenü. Kleinen Stall aus der Blaupause. Okay, kleiner Stall. Hier haben wir. Den kleinen Stall. Können wir ja mal. Achso, ich muss jetzt mal gucken. Scheiße, wo sind vorne und hinten? Komm, weißt du was? Stellen wir einfach hier hin. Stellen wir einfach hier hin, fertig. Nimm den Kanister. Tischsäge. Das sind keine Kanister. So. Nimm. Ich glaube. Achso, ich bin noch im Baumenü. Das stellen wir mal schnell hier hin. So. Das stellen wir mal. Ah, okay, um drauf geht nicht. Hier hin. Dann nehmen wir jetzt als erstes die Tischsäge. Die Tischsäge bauen wir mal ganz professionell hier hin. Sehr schön. Und dann holen wir den Kanister. Und tanken hier auf. Ah, das war's schon. Mehr geht nicht rein. Den stellen wir dann hier hin. Dann holen wir jetzt mal den Holzstamm. Hui. Okay, wir können immer nur einen nehmen. Aber mit dem Holzstamm können wir dann natürlich über den Tisch springen. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Ich hab das Ding, glaube ich, falsch umgebaut. So rum war richtig rum. Okay, zwei Bretter können wir aber nehmen. Da. Okay, da brauchen wir etwas mehr. Natürlich regnet es jetzt schon wieder. So, ein Stamm. Ah, cool. Und hier ist dann der zweite Stamm. So, dann brauchen wir aber auf jeden Fall noch ein paar Stämme.
So, Baum zersägen. Halte gedrückt. Das ging jetzt schnell. Dann erstmal alle hier hin. Ups, mein Fehler. Kann ich? Ich kann die aber... Ich kann doch damit bestimmt auch eine Blockhütte bauen. Wäre eine Überlegung. Wäre aber, glaube ich, ganz schön teuer. Geht das mit den Planken? Das wäre jetzt die Frage. Das gucken wir gleich nochmal. Ausschalten. Okay, ich kann ihn nur so platzieren. Ich kann ihn nicht drehen. Ja, das würde gehen. Okay. Aber ich denke, dass ein Baumstamm immer noch höher ist. Vor allem ist die Frage... Ja, ich kann die übereinander setzen. Shay. Also das würde gehen. Na gut, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir machen beim nächsten Mal weiter mit dem Hühnerstall. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss. Und lasst eine Bewertung da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt. Also dann...